Vielleicht eine grundsätzliche Bemerkung vorneweg. Die meisten Bürgerinnen und Bürger beschäftigen nicht zuerst Personalfragen, sondern vor allem die Frage, dass wir Probleme lösen, Probleme, die sie im Alltag als solche erleben, wenn es um die Suche nach einer Wohnung geht, um Rente, um die Frage, finden die Kinder einen Kindergartenplatz oder eben die Frage, warum hat mein Nachbar, der privat versichert ist, eigentlich schon nächste Woche einen Arzttermin und ich erst in 4 Monaten. Also ganz konkrete Alltagssorgen. Und die adressiert der heutige Kabinettsbeschluss sehr konkret und dann eben auch im Alltag für Verbesserungen sorgend. Für uns hier im Bundesministerium für Gesundheit steht dieser Gesetzentwurf in einer Kontinuität, auch aus dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten eingebracht haben, einbringen konnten in das Kabinett und ja in dieser Woche dann auch in erster Lesung mit dem Versichertenentlastungsgesetz und dem Pflegepersonalstärkungsgesetz im Deutschen Bundestag. Denn es geht vor allem eben darum, dann auch sehr konkret das, was wir vereinbart haben, im Koalitionsvertrag umzusetzen. Und ich denke, nach den Debatten der letzten Tage, Wochen, geht es auch darum zu zeigen, dass wir in der Sache arbeiten und dass wir in der Sache konkret die Dinge verbessern. Insofern kann der heutige Kabinettsbeschluss mit einem so wichtigen Thema, jedenfalls für die meisten Bürgerinnen und Bürger ist es ein wichtiges Thema, habe ich einen Arzt vor Ort, wie schnell habe ich einen Arzttermin, wie ist die Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, ein Stück ein Neuanfang sein, auch für die Sacharbeit in der Koalition. Worum geht es in diesem Gesetz konkret? Mit dem Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung reagieren wir zuerst auf die Ungleichbehandlung, die es zu oft jedenfalls gibt zwischen GKV, gesetzlich versicherten Patienten und privat versicherten Patienten. Und wir wollen das vor allem lösen, indem wir nicht auch Privatversicherte länger warten lassen, sondern wir wollen vor allem gesetzlich Versicherten einen schnelleren Termin ermöglichen. Wie machen wir das? Zum einen mit einem besseren Service, in dem die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung Terminservicestellen einrichten bzw. die vorhandenen erweitern sollen und müssen zu Angeboten 24 Stunden, 7 Tage die Woche rund um die Uhr. Wir führen das zusammen mit der Notdienstnummer 116-117, sodass tatsächlich eben ein Service geboten werden kann, sowohl beim Notdienst wie bei der Terminvermittlung für diejenigen, die einen Termin brauchen. Wir weiten aus die Sprechstundenzeiten, wie es im Koalitionsvertrag im Übrigen auch vorgesehen ist, von 20 auf 25 Sprechstunden der Woche bei Fachärzten der Grundversorgung. Sind dazu auch 5 offene Sprechstunden vorgesehen, was sich übrigens geändert hat, weil ich das heute schon verschiedentlich falsch gelesen habe. Haus- und Kinderärzte sind nicht mehr zu offenen Sprechstunden verpflichtet. Im Kern geht es also nicht darum, dass Ärzte mehr arbeiten sollen. Ich weiß auch, dass viele deutlich mehr als 20 oder 25 Stunden in der Woche arbeiten. Hier geht es vor allem auch darum, das Thema, wie viel Zeit ist für Patientenversorgung und in der Frage, wie verteile ich die Arbeit in der Patientenversorgung dann da. Wichtig ist dabei, dass diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die zusätzliche Patienten nehmen, nicht bestraft werden sollen, wie das heute möglicherweise in der budgetierten Logik wäre, sondern wir finanzielle Anreize setzen für eine zusätzliche Vergütung, zusätzliche Leistungen, zusätzliche Patienten sollen auch zu zusätzlicher Vergütung führen, weil wir eben ohne entsprechende Anreize auch keine Veränderung sehen werden. Dafür ist ein höherer 3-stelliger Millionenbetrag vorgesehen. Eine best funktionierende Terminvermittlung bringt nichts in Regionen, in denen es keine Ärzte gibt. Wir haben ja auch gerade über den Stand deutscher Einheit im Kabinett beraten. Und es gibt etwa in Ostdeutschland, aber auch in anderen Regionen in Deutschland eben gar keine Ärzte, wohin man vermitteln könnte, beziehungsweise zu wenige. Deswegen reicht das eben bisher genannte nicht, sondern wir ergänzen das mit der Frage, wie wir den Werkzeugkasten, den es gibt, um gerade im ländlichen Raum, in strukturschwachen Gebieten Versorgung besser zu machen, noch ausweiten können, indem es weitere finanzielle Anreize gibt, eine Verpflichtung mit einem Strukturfonds flexibel Geld einzusetzen für Umsatzgarantien, für Investitionszuschüsse, möglicherweise für Stipendienprogramme. Es wird verpflichtend Zuschläge geben für die ärztliche Versorgung in
unterversorgten Regionen. Zudem verpflichten wir die kassenärztlichen Vereinigungen in Regionen, wo sonst sich niemand bereit findet zur Versorgung, damit Eigeneinrichtungen, möglicherweise in Kooperation mit Krankenhäusern, dann selbst die Versorgung zu übernehmen. Ich will abschließend noch zwei, drei weitere Themen nennen, die mir persönlich auch sehr, sehr wichtig sind in diesem Gesetzentwurf zusätzlich. Das erste ist, dass wir mit der elektronischen Patientenakte als verpflichtendes Angebot für die Versicherten ab dem 01.01.2021 einen echt großen, wichtigen Schritt dann gehen in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die ist bis jetzt sehr abstrakt für viele Versicherte, ein Mehrwert noch nicht richtig spürbar. In dem Moment, wo wir die elektronische Patientenakte endlich haben und wir arbeiten mit Hochdruck dran, auch bei allen nicht gesetzlichen Änderungen, in dem Moment, wo sie da ist, werden Ärzte und Patienten eben merken, dass es Versorgung besser macht. Deswegen ist das ein wichtiger Schritt, diese Verpflichtung ab 2021 zu haben, der Kassen für ihre Versicherten eine elektronische Patientenakte anzubieten. Wir werden die Pflege auch öffnen, die Pflegeversicherung für reine Betreuungsdienste. Das ist für die Regionen, in denen es heute Wartezeiten gibt auf ambulante Pflege, ein wichtiger Punkt. Viele Familien suchen für ihre pflegenden Angehörigen im Moment Unterstützung und finden sie zu oft nicht, weil die ambulanten Pflegedienste eben schon Personalknappheit haben. Durch die Öffnung der Betreuungsdienste wird das eine deutliche Erleichterung sein. Worum geht es da? Haushaltshilfe, Hilfe beim Einkaufen, einfach auch mal Zeit zu haben, also in Ergänzung zur pflegerischen Versorgung dann auch Betreuungsdienste zu haben. Und ein wichtiger, auch kostenträchtiger Punkt, den ich noch erwähnen will, sind die Festzuschüsse bei den Zahnersatz, die ab 2021 von 50% auf 60% erhöht werden. Das kostet fast 700 Millionen Euro im Jahr. Ist also auch hier ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass in diesen wirtschaftlich guten Zeiten wir auch innerhalb der Krankenversicherung an dieser Stelle Leistungen ausbauen können. Also zusammengefasst, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ein Gesetz, das sehr konkret im Alltag helfen wird, zu verbessern die Versorgung von gesetzlich Versicherten in Deutschland für einen schnelleren Termin, für eine bessere ländliche Versorgung und eben auch für einen besseren Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.